Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, a wonderful life. Es fängt wieder an zu regnen, Fragezeichen. Sieht zumindest auf dem Boden so aus. Ich habe nur zwei Pflänzchen so gekreuzt. Und zwar die, die langsam wachsen. Nee, es fängt gerade an. Okay. So. Ja, denn die langsam wachsenden... Oh, da kommt auch schon Frucht. Die langsam wachsenden laufen ja meist Gefahr, dass sie eben schnell kaputt gehen. Oh, und da haben wir schon ein bisschen was. So, wir haben dich. Du bist reif. Betty Bear. Und du bist auch... Wow, sieht die cool aus. Kashri. So, die Betty Bear hier, die können wir mal abholzen. So, bitte. Oh, das sieht im Inventar aber gerade echt gut aus. Da. Drei verschiedene Farben. Und alle sehen so aus, als ob sie von der... Ja, hier, die sind jetzt weg. Und alle sehen so aus, als würden sie von der Melone abstammen. Was sie ja tun. Ist ja richtig. So, das war Melone und Kartoffel. Zumindest war es die Kartoffelpflanze. So. Du kommst weg und du kommst weg. Gut, und dann säen wir aus erstmal unsere Dillon-Pflanze, die mir schon einige Sorgen bereitet hat. Und dann haben wir die Botamelo. Hier. Jede Zeit. Jede Jahreszeit. Aber langsames Wachstum. Und das ist eben das Problem, das ich bei denen immer habe. Carmelo war schnelles Wachstum. Und es war Sommer bis Herbst. Hauptsache, sie geht jetzt nicht kaputt. So, Scholo hatten wir schon mal. War doch richtig eine Sommer bis Herbst, genau. Gut. Dann haben wir hier Kanro. Kanro war Sommer bis Herbst. Ist also akzeptabel. So, ey. Da. Ups. Da hatten wir noch eine. Aber jetzt. Yamato. Nee, Yamato ist nur zum Auffüllen. Beritoma. Was? Frühling bis Herbst. Tatsache. Stimmt, ich erinnere mich. So, von denen brauchen wir auch noch ein paar. So. So. Okay, dann schauen wir erstmal noch in unseren... Nee, das machen wir erstmal nicht. Wir gucken erstmal bei unseren Tieren. Die müssen ja auch versorgt werden, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Guten Tag. Ja, hör auf zu meckern. Okay. Ja, ich weiß, ist ja gut. Ist doch alles okay. Und so. So, und dann bürsten. Huch, da war Holly. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Verzeih, Holly. Wie gesagt, ich habe dich nicht gesehen. So, dann melken wir dich jetzt erstmal. Hör auf zu stänkern. Oh, geh weg. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob da nicht noch irgendeine Milchkanne ist. Geh mal weg da. Ich rede von richtig weg. So, aber da war keine mehr. Okay. So, dann wird Haze noch gebürstet. Aber das ist mal wieder so richtig typisch. Kaum fängt der Sommer an, fängt es an zu regnen. So. Na, das frisst sie gleich weg. Ist auch in Ordnung. Soll sie ja. Sie kriegt ja ihr Baby. Da brauchst du Kraft. So. Dann schmeißen wir ihr noch ein bisschen gutes Futter rein. Kann ja nicht schaden. So.
So. Zack. Okay, ey. So. Sieht doch ganz annehmbar aus. Oder nicht? Ich finde schon. Gut, so, ihr wollt was zu fressen haben. Können wir einrichten. So, bitteschön. Frisches Hühnerfutter, nur für meine Hühner. Ey. Nicht meckern. Einfach nur das Ei hergeben. Dankeschön. So. Vor Erschöpfung gleich wieder eingeschlafen. Wir stehen im Ei. Aber das macht ja nichts. So. Absetzen. Dann haben wir hier noch unser Entchen. Du warst Anne? Jo, Anne. Okay. Gut, dann machen wir das, was ich eben schon machen wollte. Nämlich hieran und dann mal schauen, ob wir noch irgendwas haben, wovon wir wenig haben von den... So, Berito haben wir viele. Paberita. Nee. Herbst bis Frühling. Kabere. Dann packen wir von denen noch welche dazu. Diebe. Machen wir auch mal die. Okay. Okay. Das müsste eigentlich gehen. Dann machen wir das jetzt live im Let's Play. Aber vorher sammeln wir noch eine glückliche Lampe ein, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo noch eine steht. Was jetzt zu Fuß ein bisschen umständlich ist, aber Wayne. Lauf, Emero! Lauf! Da, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Und da ist noch was zu essen. Dann sammeln wir erst das ein. So, und die brauchen wir. Genau. Denn die glücklichen Lampen sind ja furchtbar nützlich. So, die sind ja auch schon etwas älter, die Zwillinge, ne? Und dass die da noch jeden Tag dieses Seil hochklettern, ist schon... Könnte ich nicht. Könnte ich nicht mal jetzt. So. Schnickeli schnack, zap zap und so. Hallo. Dann gucken wir noch mal eben nach dem Feld. La, la, da ist was reif. Wie schön. Gut, dann ist das hier meins. Na komm. Da ist meine Sichel. So, meins. Nee, der war noch nicht reif. Die wächst. Aber die war reif. So. Dann. Mimimi. Tataro wird bald. Oh, und die war auch reif. Das ist schön. So. Gut, dann schicken wir uns nochmal an, unseren Freund Tatan darum zu bitten, ein paar Samen zu kreuzen. Ich würde mich ja so gerne mal strecken und zurücklehnen. Das kann ich ja gleich mal machen. Oh. Achso, okay. Brauche
Ach nein, vorhin konnte ich noch Mischling machen. Und das war's für heute. Bis später. Nein. Ich will reden. Kanro und Radita könnte ich ja auch mal machen. Chip, 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 chip. Ach Mann, ist das schwer. Moment, ich kann mich ja mal zurücklehnen. So klingt es, wenn ich mich zurücklehne und mich wirklich entspannt, also ganz entspannt sitze. Aber das kann ich leider nicht tun. Denn es klingt immer so, als ob ich kilometerweit vom Mikrofon weg sitzen würde. Dabei sind das nur ein paar Zentimeter. So. Das ist ja nun sehr ärgerlich, dass der jetzt mit uns dialogieren möchte. Naja. Komm schon. Ich hab nichts. Nein, ich hab nichts. Nein. Oh Gott. Gott. Einmal versuchen wir es noch. Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist halt so. Jetzt fängt er plötzlich an rumzuspinnen. Ne? Jetzt. Nein. Ich will gar nichts machen. Ah, dann habe ich jetzt halt was. Dann kriegst du das hier. Dann nimm die. Ich trinke mal was. So. Ja. Okay. Nein. Und jetzt einmal bitte. Nein! Dann halt nicht. Dann kannst du mich jetzt mal am Arsch lecken, dachte ich. Wirklich. Ah. Ist voll bescheuert, weil vorhin, als ich es offscreen gemacht habe, hat alles super funktioniert und jetzt fängt er an, hier rumzumeckern. Mann. Wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, dass wir ihn brauchen. Einmal braucht man ihn und dann sowas. So, dann zeig mal. Nee, das wollte ich gar nicht. Kabere, Herbstbusfolge, kann man nicht aussehen. Können wir nicht aussehen. Veritoma. Genau. Dann säen wir die jetzt erstmal aus. Wir müssen es ja ein bisschen nutzen, was wir hier jetzt an Kapazitäten haben. So. Und hoch da. Hoch. Hoch, hoch. Okay, jetzt haben wir es fast. Oh, perfekt. Gut, dann werden wir jetzt erstmal düngen. Ach, was ja auch gar nicht mehr lange dauert. Na? So, aber das wird jetzt auch erstmal Schluss sein für heute. Denn ich habe noch, ich glaube, 3 Stunden Videomaterial von Harvest Moon zu rendern. Und langsam sollte ich anfangen, weil sonst hat mir die ganze Aufnahmerei nichts gebracht, weil ich dann Zeit damit verbringen muss zu rendern. Und das wäre auch nicht schön. Aber es scheint aufzuhören zu regnen. Naja, kann ich wenigstens die Tiere rauslassen, dass sie den Sommer mal ein bisschen genießen. Aber das werde ich nicht in diesem Part tun, sondern erst im nächsten Part. Aber ich kann ja dann offscreen, wenn ich dran denke, die Pflanzen schon mal kreuzen. Also Tartan dazu bringen, dass er mit uns arbeitet und so. Vielleicht macht das ja nachher, ich weiß es nicht. Ich
würde es hoffen, es würde mich auch sehr freuen, aber Wissen ist immer so eine andere Sache. So. So. Funktioniert ja jetzt im Moment schon ganz hübsch hier. Ah, das machen wir noch fertig. Machen wir heute mal einen etwas längeren Part. Ein paar Sekunden länger. Oh mein Gott! So, ich werde speichern gehen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Harvest Moon A Wonderful Life wieder. Ovary!